check this out. Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem Freundschaftsspiel FIFA 13 mit Konsti. Hallo. Und wir spielen, es gibt zwar schon FIFA 14, aber wir spielen einfach mal FIFA 13 just for fun. Mach dich bereit. Ja. Gut. Bist du fertig? Nee. Oh, ich bin so schlau. Ach, egal. Jo. Spanien gegen Deutschland. Ja. So, wir haben nicht mit Spanien gespielt. Also mit Barcelona manchmal. Oh, okay. Spanien gegen Deutschland, ein Freundschaftsspiel. So. Okay, ich muss schon mal sagen, ich bin nicht so der Pro in FIFA 13. Ich auch nicht. Also ich bin ziemlich bad. Mit Tastatur, mit Controller bin ich eigentlich... Und wir haben ein richtig geiles Stadion. Welches ist es? Keine Ahnung. Ey, ich hoffe mal, ich... Was? Keine Ahnung. Spielkommentator Frank Buschmann und Manni Borgmann. Buschmann, ey. So epische Namen, Alter. Also ich bin Deutschland und Konsti ist Spanien. Ja, und der gewinnt ja Spanien. Also ich spiele jetzt bei der Tastatur, oder? Du spielst auch mit Tastatur? Ja, ich spiele mit Tastatur. Wann geht's denn endlich los, Leute? Ja, das interessiert uns nicht. Scheiß Schiedsrichter, was? Startelf, wir haben wahrscheinlich Standardsachen. So, beginnen. Oh, lol. Ich kann einfach mal in dich rein. Das kann er, das macht er immer wieder gerne. Und ihr müsst wissen, Petz der Fauler. Schlechthin. Ja, genau. Ich mach immer so wenn, Fletsch, er nicht ne? wenn er nicht mindestens 5 rote Karten bekommt, dann hat irgendjemand anders gespielt. Ja, klar. Gomez. Ist klar. Ist klar, ist klar. Oh Mann. Viel schöner bin. Ja, wie Spanien ist jetzt schon besser als Deutschland. Oh, verdammt. LOL, wir den. Nein! Warum? Ja, du wohl. Bist so dumm, warum faulst du den? Was ich? Ja. Tja. Also da eine Mauer machen ist ja völlig unnötig. Jawohl, naja. Scheiße! Okay, gut. Nein! Alter! Was soll denn das? Wie gesagt, der Fauler schlechthin. Ja, Mann, der ist egal, Alter, ich hab den doch gar nicht berührt. Du hast reingekriegt, aber er ist nicht hingefallen davon. Nicht hier. Ach. Ach, schlecht. Ich kann keine Freischüsse schießen. Das kann ich ja eher noch schießen. Aber das Ding ist eben auch knapp vorbei. Hallo. Zack. Mist, Alter. Ich habe jetzt die normale Startelf von Spanien drin, ne? Und du hast ja auch die normale. Ja. Also das ist nicht der aktuelle, sondern von 2013. Wie gesagt, FIFA 13 ist es noch. Und es stört hoffentlich nicht, weil das ja einzigartig hier ist. Und das Just for Fun Runde gezählt wird. Aber eigentlich ist es ja genau gleich, nur dass die Teams ein bisschen anders sind und so.
aber eigentlich vom Spielaufbau her, vom Spielspaß, also schätze ich das gleich an. Ich habe jetzt schon FIFA 14 gespielt auf der Xbox. Nein! Jawohl. Bei einem Freund. Da ging es ganz gut. Und bei mir, oh, was bei mir war. Das könnte gefährlich werden. Guck mal, verdammt. Jetzt habe ich ja. Ich habe irgendwie keinen Ingame-Sound. Wir sind irgendwie sehr schlecht. Nein! Und da kommt der Gegner an den Ball und bringt diesen Angriff erstmal zum Erliegen. Wieso kriegt er den denn? Das geht ja so nicht, gell? Ich hätte irgendwie spannender, wenn wir. Du hast ja voll auch schlechte Ultimate-Team. Was? Du hast ja auch ein richtig schlechtes Ultimate-Team, oder? Keine Ahnung, ja, wahrscheinlich. Warte mal. Und der kommt genau an. Und jetzt rein. Nein! Aber du hast aber auch einen viel besseren scheiß Torwart. Nervt. Und der Pass von Bastian Schweinsteiger landet beim Gegner. Jawohl! Na, ach Mann! Ich reagiere immer so hektisch, wenn ich einen Ball krieg. Iniesta. Nee, jetzt ist er frei. Und Achtung, genau hingeschaut. Ja, okay, gut. So, und jetzt ein Konter. Bei mir sind gerade ziemlich viele Hintergrundgeräusche. Bei mir? Ne, bei mir. Also hört man das bei mir auch? Nee, eigentlich, also ich weiß nicht. Ich habe irgendwie total die laute Maschine gerade im Hintergrund. Wartet mal kurz, ich pausier mal bitte. Gut, ich komm gleich. Dann mache ich auch einen Cut schnell. So, Leute. Okay, gut, wir können fortsetzen. Zweikampf um den Ballbesitz. Wo ist Leck gerade am Anfang? Ne? Jetzt nicht, also bei mir. Was? Ja, ich höre dich. Hörst du mich? Denn nicht, und wie viele Minuten haben wir eigentlich? 6 Minuten pro Halbzeit habe ich eingestellt. Sehr gut. Bin, ja. Dann ein 12 Minuten Video. 15 Minuten. Jetzt aber, komm schon, bitte, bitte, bitte. Nein. Pass. Jetzt aber! Fick dich! Hast du den Pass gesehen? Oh, Alter, das ist die größte Chance. Scheiße. Nein. Nein? Jawohl. Ach, halt euch am Maul. Oh Mann, ey. Aber das war fair. Aber ich krieg ihn. Sehr gut. Ich krieg ihn nicht. Jawohl. Lol. Lahm. Ein wunderschönes Zuspiel. Tja, da scheint keiner vorbeizukommen. Ja, da kommt was auf uns zu. Nein. Nein! Oh, das ist knapp hier. Oh Mann, warum ich habe ihn nicht richtig abgezogen? Naja. Ich habe halt eben, wo wir einen Cut gemacht haben, habe ich kurz in die Spielinfo geschaut. Das war 61% bei das ist für mich und 39% für dich. Bis jetzt geht's hier. Sieht fast aus wie eine doch. Für mich schon. Jetzt kann er flanken. Hä? Ja, okay, gut. Das war richtig schlecht. Das hast du ja eine Tastatur, dass man immer so komisch drücken muss. Und, naja. Also ich finde bei FIFA 14 was bei der Tastatur behindert. So bei der Steuerung. Nee, ich glaube nicht. Also ich habe bis jetzt nur auf der Xbox gespielt. Ich weiß nicht, ob ich es mir für den PC hole. Bin im Moment ziemlich pleite, aber also schon allein dafür, dass ich das
sehr wenige jetzt FIFA 13 spielen werden, denke ich. Beim denke ich, dass ich mir das holen werde, dass ich da ein bisschen mitmischen kann. Diese beiden sind ausgeglichen, das drückt sich auch im Ergebnis aus. Und sie müssen ein bisschen mehr nach vorne riskieren, dann wird es ein gutes Fußballspiel. Das wird die größte Chance eigentlich. Schüsse, okay, da habe ich Schüsse aufs Tor. Ich bin auf jeden Fall besser. Gar nicht. Doch, guck mal. Schüsse aufs Tor, Schüsse. Ich bin schon wieder weg von dem Info-Ding. Drück einfach Enter. Los. Drück Enter. Die Pause ist vorbei. Es ist alles in Ordnung. Vor allem, dass du mit Deutschland spielst. Das müsste verboten werden. So AGBs von EA, FIFA 13. Österreicher dürfen nicht mit dem deutschen Team spielen. Dies kann zu strafrechtlichen Schritten. Kann zu gerichtlichen Schritten führen, oder wie es heißt. Konzentriere dich. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Verdammt. Xabi Alonso. Ich glaube, ich hab irgendwie voll die komische Kamerasicht, glaube ich. Und da grätscht der Gegner hinein. Ja, top. Alter, was? Ja, neue, Alter. Das tatsächlich so betont, denn bisher ging ja nicht viel zusammen. Partie bleibt natürlich. Ja, ist ja ganz frei hier. Und wir sehen noch einmal, auch das wieder eine klasse Parade des Keepers. Oh nee. Toll, wo schießt du hin? Ja, kacke, ich kann das einfach nicht. Lass mich doch in Ruhe. Es geht hier doch nur um Spaß. Ja, jetzt aber nach vorne. Jawohl. Das sieht gut aus. Ja. Nein. Oh, wenn er angekommen wäre. Das war alles geplant von mir. Ja, von mir erst. Und das macht er richtig gut. In der Möglichkeit haben wir hier schon Dialog, wer wohin rennt. Genau. Am Ende muss nur Pets gewinnen, wegen der Aufnahme im Arsch. Yes. Ich stand so auch im Dialog und ja. Na klar. Ich filme mich gerade richtig. Mein Handy. Und ich krieg zwei WhatsApp-Nachrichten auf einmal. Aber nein. WhatsApp muss warten. Aber wo schieße ich denn hier? Das ist Du hast auch WhatsApp, gell? Nee. Nicht. Mann. Doch. Nee. Hä, was ist jetzt? Ich weiß, dass du WhatsApp hast, glaube ich. Vielleicht. Doch. Glaube ich. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall geht es mir immer so bei WhatsApp, dass mich nervt, dass es dann immer vibrieren muss. Und das kann ich auch ausschalten hier. Ja, aber dann macht es so komische Töne, ich hasse das einfach. Dann lösch einfach WhatsApp. Nee. Das mach ich nicht. Wie schlecht war das gerade von mir? Warte mal, Ulla. Willst du mich verarschen? Ich hoffe, dass du mir genau den Typ spielst, wo ich gerade gequetscht habe. Okay. Was macht der denn? Bist du schwul? Guck. Lol, was mach ich? Haha, irgendwie ist es gerade eine sehr spannende Runde. Wow. Scheiße. Alter, wir sind irgendwie sehr schlecht. Das ist total schlecht. Ich höre den Ingame-Sound fast gar nicht, den Kommentator. Ja, ich schon. Ich habe gerade eben, bis gerade eben noch nebenbei Musik gehört und deswegen.
nervt mich gerade, dass die nicht weiterläuft, aber egal. Spotify halt. Nicht so geil. Bisschen weit weg vom Tor, würde ich sagen. Ja, es liegt total in der Luft, ich sag's Ihnen. Es ist der Führungstreffer. Warum gehst du denn hier drauf? Nein! Oh nein, das war die größte Chance im Spiel, Alter. Wie schlecht von mir. Nein, war es irgendwie nicht. Ja, ich hab's total schlecht verwertet. Das hat... Was war das? Fick dich. Ich hätte lieber Vorteil gehabt. So zerstört man das Angriffsspiel des Gegners. Achtung, hier bahnt sich vielleicht was ab. Das war nur ein kurzer. Du warst doch beim Spiel, gell? Deutschland gegen Österreich, oder? Ja, ich war da. Und die Sie haben wahrscheinlich wieder rebelliert und versucht, das Stadion kaputt zu machen. Das kennt man ja so von denen, oder? Boah, Alter. Die Deutschen, da waren ja ein paar Deutsche im österreichischen Block. Ja, eigentlich auch ich. Alter, die haben sich so beleidigt gegeneinander. Ich war mal, da war ich noch kleiner, da war ich auf einem Bayern-Spiel, Bayern-Fan ist das. Und was war ich? Ich saß am St. Pauli-Block. Aber dann, das war richtig scheiße. Aber zum Beispiel, da wurde ich ja nicht so beleidigt, weißt du, Kind und dann so. Da sind die ein bisschen netter. Also manche. Jetzt aber komm schon. Mann, lass mich doch gewinnen. Ach, war ein bisschen scheiße, ich musste den Bayern-Schal muss ich dann unter die Jacke tun und so. Oh, also, nein! So. Boah, das ist ja okay. Jetzt ist 86 Minuten, jetzt habe ich hier die ganzen Chancen gelassen und jetzt, ja, jetzt muss ich leider die Tore machen. Ja, jetzt sagst du fuck. Oh, ich war auf jeden Fall besser hier. Nein. Hä? Du Schwuchtel. Was? Ich hab nichts gemacht. Ja, du. Schon, ne? Jetzt. Ich habe jetzt die ganzen Chancen gegeben und gelassen, du hast keine wirklich ausgenutzt. Alter, willst du mich verarschen? Aber gut. Gomez. Käse. Brot. Sagen wir mal, wie viel der Minute? 90. Oh mein Gott. Oh, nein, bitte nicht. Bitte nicht. Fick. Ich sag doch, ich habe die ganzen Chancen gelassen. Und jetzt muss ich leider das Tor machen, dass ich trotzdem noch gewinne. Hau dir eine ab, Alter. Ich hab die ganze Zeit nur gehofft, gerade eben, dass ich noch ein Tor mache und dann mache ich jetzt hier ein Tor. Jetzt aber hier. Muss ich schnell ein Tor machen. Schaffst du sowieso nicht. Alter. Ja, Zeit schinden. Ich mach jetzt noch ein Tor. Exzellent, exzellent mitgespielt von Bastian Schweinsteiger. Wenn ich jetzt da durchkomme, jawohl. Wenn du jetzt nicht an dem hängen geblieben wärst. Und wenn der jetzt okay, herzlichen Glückwunsch, wenn es gewonnen. Ja, aber jetzt mal gucken, wer besser war. Das war ein Glückstor von dir. Das war kein Glückstor, das war gekonnt. Nee. Guck mal, wie die Zuschauer. Ich hab einfach draufgeballert. Guck dir die Zuschauer an. Alle jubeln für mich. Ficken Spanien. Spanien ist geil. Auf jeden Fall. So. Mal gucken jetzt hier. Lol. Nein. Warum das denn nicht? Spieldetails. Guck, Schüsse aus Dörter habe ich auf jeden Fall mehr und Schüsse auch. Falls, Zweitkämpfe habe ich mehr. Okay, Falls. Verletzungen. Lol, hattest du einen Verletzten? Okay. Ich würde sagen, das war's und von der einen Runde FIFA 13. Dann ciao und bis zum nächsten Mal. Pump this part!